Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen nach einer sehr rennerhaften 56. Welle. Alle Tüte überstanden, aber eben halt, wir hatten flinke Füße. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Könnt ihr euch anschauen. So, jetzt werden wir nochmal schnell lernen. Dann werden wir mal kicken, Laserschwert technischerweise, weil wir hatten ja gestern eine Giant Horde gehabt. Und eventuell, wenn wir Glück haben, kicken Laserschwert. Und zwar auf Jolt. Das tät mir sehr, sehr freuen. Weil dann hätte ich endlich ein Schwert, was ich aufwerten kann, bis Max. Das andere lohnt sich denn noch nicht. Also wie gesagt, das blaue will ich noch nicht aufwerten. Weil es ist blau. Blau putzt die Sau. So, ich brauche auch noch Benzin. Kann ich mir gleich mal herstellen. Und das nächste Buch, wie gesagt, Hyperna technischerweise tätig auch schon markiert haben. Ist doch Blödsinn. Krieg doch. Auch doch. Aber sehr. Bin. Na gut. Ja. Kann ich doch nur einstecken. Was soll's. Ich habe, hab ich. So, Benzin. So, haben wir Benzin. Mache ich auch gleich mal hier so in Kräuterdings-Tee fertig. dann kann ich mich nochmal ins aufwerten. Glaube ich. Zu wissen. Da waren nämlich noch ein paar. Und jetzt werde ich erstmal die Villa füllen. Wenn wir uns an das Schwert machen. Wenn ich es mir leisten kann. Aber Gold habe ich, das ist nicht das Problem. Aber eventuell andere Komponenten fehlen mir. Aber das werden wir gleich sehen. Dann muss ich mir erstmal gucken, wo weit, wie weit es ist. Wir haben ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Der Dude ist, ich werde weniger Bolzen herstellen müssen. Würde ich mal sagen. Durch das Mist hier schick von letztes Mal. Na, sag ich doch. Wir haben ja gut gespart. Nicht an Schuhgerohle, aber eben halt an Munition. Also nicht an unsere Pistolenmunition. AK und so. Das war mal gewesen. Aber am drüber. So. Wert des Lasers. Na gut, dann wartet erstmal ein Satz mit X. Das war nämlich nichts. Geht nämlich nicht zusammen. Ich hab zwar Gold, Goldbar, ja, das würde ich alles zusammenkriegen. Jawohl. Moment mal. Kann ich mir noch vielleicht vom Pelz absparen? So, hier haben wir immer Kupfer. Doof, ich hab doch hier noch Kupfer. Was soll denn bitte? Ich hätte doch letztes Mal noch einen laufenden Burschen gehabt haben. Alles gut. Alle Knorke. Achso, das ist ja Leder gewesen. Ja, gut. Okay, also, ich brauche Goldi. Den brauche ich. Auf Titan. Heißt, ich muss einen Titanbahn auseinandernehmen. Müsste ich ja bloß noch ihn haben, wa? Ich hab da auch noch Waffen. Wenn ich da nicht irgendwas hier so titantechnischerweise. Bitte nicht, glaube ich. AK vielleicht? Nee, AK nicht, ne? Schade, dass ich da bloß einen Goldbaren kriege. Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht. Das hat sich gegessen. Ich muss mir demnächst die Höhle raussuchen mit Titan, das bringt alles nichts. Aber das ist eh im. Nee, in der Wüste ist das, ne? In der Wüste würde ich sagen. Ja, kriegst du bloß Aluminium. Und für Titan. Titan war, naja, dann brauche ich eben halt Titan, ne? Also. Was werde ich da wohl brauchen?
Nein, na, obwohl. Was kriegen wir jetzt aus der? Aluminium. Naja, gut, bringt nichts. Ich mach mal schnell leer. Es sollte wirklich schnell gehen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich doch. Wo sind die jetzt hin? Da. Das bleibt. Das lasse ich auch mehr. Mal. Das bleibt. Bild bleibt. Fressen kommt weg. Scheiß drauf. Mach das erstmal hier alle zusammen in eine Kiste drin. Sortieren kann ich irgendwann mal, wenn ich Lust und Zeit darauf habe. Und leider fehlt mir jetzt gerade daran. Und Zeit und der Lust. Du Scheiße. Ey, diese Scheißblätter. Erfahrung braucht kein Mensch. Damit. Ich weiß, ich kann die später hier brauchen, aber wie gesagt, die schmeißen sie ihn hinterher. Weg mit den Scheiß. So, na gut. Wie gesagt, vielleicht sollte ich das erstmal aufheben. So, ich bin fertig. Inventar ist leer. So, wir müssen jetzt, kleinen Moment, ich hab's mir auch hier geschrieben. So, ungefähr, ich habe das Ziel markiert. Es ist in der Wüste, wer hätte es gedacht. Das heißt, ich brauche meinen Zaubertrank wieder. Müsste ich eigentlich noch in der Tasche haben, wa? Nee, da ist er. Kühlung ist am Start. Das reicht nicht mehr. Wisst ihr was? Ich weiß, dass das reicht, aber keine Ahnung. Das ist ein Zwang bei mir. Hauptsache, nur mal sicher gehen. So, Zähne müssten aber auf jeden Fall reichen. So, 6. 6 Stunden um. So, wie sieht's aus? Hat er dich hart rangenommen? Warte mal. Die 8. So, das ist der Schatten. Ich wollte gerade sagen. Das geht noch. Das geht noch. So. Aus der Hand legen. Und schließen bitte. Wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen in der Wüste. Sie schicken uns schon wieder hier hin. Da war gerade der Zombie drin. In mein Rad. 6. Zwar erstmal die andere, aber die will mir bis zum Schatten erholen. Denke ich, ist doof. So. Scheiß drauf. Hält eh ewig, das Zeug. Das hält schon eine Ewigkeit. Weit und breit. Mit Heiterkeit. So. Müssen wir hier rüber? Geh mal so querbeet bis hinten durch. Es war nicht weit. Da haben wir sie, die Fabrik. Warum muss ich hin? Da zieht es mir hin. Die werden wir jetzt auseinandernehmen. Ach du Scheiße. Wer weiß, wo das wieder ist. Buch. Hallo. Entschuldigung. Hat eine harte Kurve. Muss ich lenken. Oder ist der Eingang? Gut. Die stehen da oben hoch. Ich weiß nicht, ob das zu gut ist. Ah, denn. Holt Schnetzeln. Weg hier. Und es hat so ein bisschen. Guck mal, der bewacht alles. Mir ist ja krass, der Dude. Bleib schön hier. Lass ihn nicht anquatschen. Weil das wäre scheiße. Na gut, jetzt wenn wir zurück, wenn wir kommen. Das ist nicht der Problem. Weil ich will nicht zurücklaufen. Das ist nicht in meinen Duktus. Ah, und schon nagen seine Karre.
Und ich weiß nicht wieso. Die hat's wohl den total angetan. Na, kommst nicht runter? Doch, kommt da doch. Bin aber gut vorbereitet, du Hannes. Du nicht. Obwohl gut vorbereitet. So, jetzt bin ich gut vorbereitet. Nie. Da bin ich kein Eisen mit bei. Zum Reparieren. Glaube ich. Hey, warte doch mal kurz, ich muss meine Nase jucken. Explosion! Oh, warte mal, ich mach den Schreier weg hier. Sicher, sicher. Sonst kommt das hier Kiecher. So, ich würde mal sagen, jetzt sind sie da. Ja, ja. Boah, Alter. Frechheit. Alter, zum Glück habe ich mir was zum Essen mitgenommen. Aber das hätte gerade ins Auge gehen können. Volle Möhre. Geh nochmal kurz raus gegen was dazu der Karre sagen. Moin, Jens. Schönen guten Tag. Wir bloß gucken, ob die Karre noch steht. Ja, tut sie. Jetzt können wir weitermachen. Mal hab ich. Jetzt mal hier mal nachgucken. Hab ich so hart den auf den Sack gekriegt, dass die Rüstung kaputt ist oder was? Werden wir nachschauen. So, warte mal. Erstmal was snacken hier. So ein bisschen. Kann nicht schaden. Schönen Teller. Pizza! Geht. Wir hatten schon Schlimmeres gehabt. So, Frank. Haben wir hier? Eisen. Naja, Waffen. Eisen. Nimm ich alles. Kann ich kaputt machen. Das gibt doch Eisen. Bitte nicht schreien. Ich könnte es nicht ertragen. Weil ich möchte nämlich was ausprobieren. Dankeschön. Wo ist er denn? Der Kabi mal mit bei haben? Na klar, 2 Schuss reicht vollkommen aus. Ey, ich hab gedacht, das ist denn visiert und an. Wie sieht ihr mal so in Rucken? Im Rucken. Ach, ich hab gedacht, das ist cool, ist der da. Ist es ja auch. Wenn es funktioniert. So, was haben wir hier? Machen wir auf die Luke. Damit jetzt mein. So oder so weg. So, hier Buch, nee, ist kein Buch. Hier Buch, nee, auch nicht. Da, nee, auch nie. Kiste. Kiste hier, Kiste da. Mal hier in den Rücken rennen. Ich gehe mal davon aus, dass hier kein Buch ist. So, gut, dann habe ich ja auch wieder Schnippermunition, ja. Warten Sie mal kurz, ich sollte denn aber auch die Schrotze reparieren, wa? Wie sieht denn Munition? Schnipper. Ja, da, ja, Schnipper. Schnipper mal. Schrotzentechnischerweise. Sieht munitionstechnischerweise gut aus. So, hier habe ich durchgeguckt. Ja, da gehen wir gleich. Du kleiner Stricher. Männer kicken, mein Dickstrich. Männer kicken. Haben wir denn da? Ich glaube, ich habe da was übersehen. Und zwar den Eingang. Ja. Den hast du übersehen. War ein Warnschuss. Also doch. Ich hab's schon gefunden. Also entsteht das Bötlein nichts mehr im Weg. Ich werde mir ein Boot bauen. Ich werde mir ein Boot bauen. Und ihr könnt es nicht verhindern. Hey. Hä? Warum? Ich kann das nicht kaputt machen. Es ist unkaputtbar. Was? Also. Jetzt ist ein Monster.
Junge, nee, ist der voluminös. Lass mich in Ruhe. Ich nicht schlafen. So, aber wir werden trotzdem, wie gesagt, schön alles auseinandernehmen. Vielleicht gibt es hier was Schnicket für uns. Dann gehst du die Kisten, wie gesagt, immer mitnehmen. Material, technischerweise schießen, Pain Puff. So. Es kann auch mal ein Schuss daneben gehen. Ist nicht so schlimm. Sehr, sehr viele Bücher. Ja, schon wieder. Ich konnte eben nur an und dann war nicht mehr hier. Was ist denn da? Hä? Das ist doch ein Bug, oder? Ich kann die Munition hier einsammeln. Glaubt ihr das zu dicht hier an den Dings? Also, es wird ja angezeigt, aber ich kann nicht looten. Eine Münze. Und zwar im Buchregal, versteck's mal nicht, aber gut. Noch eine Münze. So. Was haben wir da? Eine Münze. Jetzt gekriegt. Ein Eisending jetzt. Ne, gut, warten Sie mal, das schmeiße ich weg. Wie gesagt, die ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Habe ich doch mitgenommen gehabt. Ich habe gedacht, ich habe keine. Ich dachte, ich habe die zu Hause gelassen. Na, so kann man sich aber auch täuschen, wa? Täuschenderweise. Aber da muss auch vorsichtig sein, dass du daran nicht vorbeilaufen tust, wa? Moment. Mensch. Es macht weniger Schaden, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, schnippermäßig, Kopf weg. Fand er nicht so. Ist er anderer Meinung. Hey, da ist eine Tür. Warum geht nie auf? Das ist ein ganzer Raum. Gut, lassen wir den Raum Raum sein. Nichts versteckt hier. Na, die Tür lässt sich öffnen. Hallo! Tschüssi! Danke! Oh, hier. Eine Batterie. Entschuldigung. Nicht vorher ankündigen sollen. War hier? Und? Naja, Blast darf zum Auseinandernehmen. Aber okay. Ist auch okay. Muss bloß dran denken, dass ich doch wirklich auseinandernehme. Ich muss langsam lernen, mich von Sachen trennen zu können. Das wird nie passieren. Ja, doch, passiert ja. Nur nicht in den Ausmaßen, wie es eigentlich normal wäre. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja, kann ich eigentlich auseinandernehmen. So, Hose. Weil davon habe ich eh 2 Stück. Kann ich auch mit Zombies wie eine Fliege erschlagen. Und auf dem Weg. Oh ja, nee, du nicht schreien. Schreien böse. Böse. Den Shift gehackt. Da muss ich mal kurz gucken. Das scheint interessant zu sein. Ruf. Aber jetzt mal gucke ich nochmal hier nach. Das ist ein Geier. Ja, ich drücke. Sie war schon tot. Aber ich hab gesagt, sie ist doch schon tot gewesen. Du hast nicht gelogen. Also noch toter als die können sie, kann man ja nie sein. So, also. Mach mal Bums. Ach, schön. Hat er schön Bums gemacht. Och, ich hab extra gewartet. Ich
wollte mir gönnen den Spaß. So, ist bloß ein Problem. Ich hätte gedacht, das ist ein großer. Nicht. Wie gesagt, ich weiß, dass ich die Tests auseinander, aber will ich nicht. Aus Prinzip nicht. Einfach so. So, kann ich dich denn wenigstens... Sind alle verpackt? Hm. Ich weiß nicht. Wartet mal kurz. Ich speichere mal kurz ab. Ich logge mich mal kurz aus. Und versuche das nochmal irgendwie. Vielleicht funktioniert ja jetzt. Denn. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Nö. Hat sich nichts dran geändert. Ich kann das immer noch nicht einsammeln. Weiß ich nicht, was an was das liegen tut. Das ist ein schwerwiegender Bug. Den kann ich nicht gut heißen. Das vergesst ihr da. Wenn ich keine Munition sammeln kann, dann muss ich mir jedes Mal herstellen und kann dadurch. Ja gut, Schränke technischerweise, aber. Die waren noch so gut, die Dinger da unten. Die haben mir die eine oder andere Munition schon besorgt. Oder ist bloß. Naja, gut. In den einen Gebäude könnten wir sie aber auch sammeln. Vielleicht ist es bloß den. Gehöft? Verbackt. Müssen wir mal drauf achten. Die kann ich sammeln. Warum kann ich die da hinten? Das ist total komisch. Geh nochmal nach hinten. Wenn ich die wegbaue, vielleicht denn? Dann lese ich ja nicht. Vielleicht stehen die einfach bloß im Weg. Wie gesagt, ich habe ja Mausrad G gemacht und so, aber. Nee, ganze knickende Ding. Da ist irgendwas, was stören tut. Naja. Denn ihm teilt nicht. Jetzt habe ich doch zwei versammelt, die noch. Oh mein Gott, wir müssen von vorne anfangen. So, nee, du Hannes, du bleibst schön hinten. Budgie, Budgie. So, ich glaube nicht, dass wir da hoch können, oder? Doch, vielleicht. Nee, doch nicht. Ich kann sagen, vielleicht da. Eindeutiges Nein. Der macht geil Bums. Wäre cool, wenn die anderen in Mitleid ziehen würden. Aber das täten sie ja nie machen. Ich glaube, ich krieg einen Schein. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht hier hoch. Ja, obwohl, ist breit genug. Er sollte auch hier hochgehen können. Das hat mir keiner gesagt, dass hier Giants sind. Das heißt, vielleicht können wir uns ja zwei machen. Munitionswechsel? Oh oh. Tschüss. Du kannst aber nicht runterspringen, oder? Da renne ich den Berg hoch. Dreh ich mir jetzt schon wieder auf. Dabei hätte ich bloß hier so zack, bums, finishen. Siehst du, bist erregt. Lass uns Freunde sein. Nimm dich nach Hause. Kommst du in meinen Streichel zu. Was ist denn hier? Munition, Kabin! Oh. Einmal durchs Rad, Matte nicht mehr hast. Der ist Ruffi riecht. Jetzt wird's langsam lächerlich. Die letzten Tierschuss.
ist doch nicht normal. Der frisst doch Steroide. Ja, das wird nicht. Ja, dieselbe Munition, Karbin. Was hätten wir da machen können? Erstmal nichts. Oder warten Sie mal. Vielleicht. Kommen Sie rein. Bringen Sie Geld herein. Ha! Ich sehe eine Spule kommen. Ich sehe ein Krokodil kommen. Nee, du, das ist meins. Geh mal weg, du. Hannes. Und? Lass es jetzt nicht den Knüppel gewesen sein. Das ist eine Spule. Aber haben wir die andere Spule weggepackt? Ich weiß es nicht mehr. Bin gerade ja, ein bisschen tiefenentspannt, aber so ganz sicher. Die Entspannung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe gerade einen Giant gekillt. Ich habe meine ganze Munition darin gepumpt. Das war eine gute Entscheidung. Oh, was haben wir hier? Auf jeden Fall eine Spule. Die kann ich euch schon mal sagen. Der hat mich ausgeräubert. Ey, wäre so ja noch Munition gewesen. Irgendwas drin in mir. Das ist ja hier kein Parcours hier. Weil die parkourmäßig technischerweise wird ja nie hinhauen. Gut, haben wir auch einen Giant heute, Villa. Also gestern, heute hier nur Giants oder was oder wie? So endet er. Ist cool. Fuck it. Eat it. Hey, nächstes Buch. Nigga. Hallo. Die bauen auch nicht mehr so, wie man war. Oh, ey. Er ist nie existent. Bist du denn wenigstens existent? So, ich kann ja hier. Ja, es ist existent. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Aua. So, Giant ist platt. Wie eine Schallplatte. Oh. Und der überhaupt hier? Von hier raus oder was? Wo ist er ja? Große Tor. Ja, ja, du mich auch. Noch hin? Nee. Das wiederum würde heißen, jedes Mal, wenn wir in die Wüste kommen, können wir mal kurz hier einen Abstecher machen. Es könnte für uns einen Giant geben. Und sehr, sehr wenig Munition. Im Lauf der Zeit. Ja. Boah, und ausgerechnet jetzt ist mein Hals schon da. Was soll ich was trinken? Bin gleich wieder da. Ha, ich brenne ja nicht. So, ich musste bloß schnell was trinken. Moment mal, ich sollte auch. Wie gesagt, Vertrauen ist gut. Aber ich vertraue das nicht. Die nicht. Lieber ist das Zeug unten, als mal was sein sollte, dass ich schnell suppeln kann. Ich hoffe nicht, dass jetzt nochmal ein Schein kommt. Das würde ich jetzt nicht verkraften. Im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße. Ja doch, der würde funktionieren. Da war doch was. Eine Möwe. Und ich brauche Möwen. Was ist hier denn jetzt hin? Ja, ja, ja. Ist du überhaupt eine Möwe? Du könntest auch ein Ente gewesen sein. Aber das werde ich nie erfahren, weil du blöde Plunse im Wasser gefallen bist. Dein Inventar ist voll. Toll. Toll mache ich das wieder. Habe ich jetzt eingesammelt? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es mal wieder nicht, weil ich das nicht sehe, weil mein Inventar. Ich hatte das leer gemacht. Jut, ich habe auch eh zwei Sachen gesammelt. Aber das habe ich nicht leer gemacht. Ich hasse mich. Aber kein Problem. Ich habe ja unser Gefährt noch mit bei. Da kann ich ja auch noch zwei Sachen reinpacken. Wir sind ja vorbereitet. Was für ein Schwein. Ich halte meine Klappe. Ich halte einfach meine Klappe. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, passiert sowas. Das ist doch nicht schön. Hallo Sie. Ich spüre den Hauch des Todes im Nacken. Aber ihr könnt nichts. Ich habe gerade einen Giant-Platt gemacht. Hallo. Ich mache es. Netze durch und weg und zu und von. Da kannst du springen, wie du willst. Du kleine Dancing Queen. Der hat mich trotzdem getroffen. Ja, oh. Ist jetzt ein bisschen deprimierend. Aber ich stehe drüber. Alter, wie konnte ich die vergessen? Gut, jetzt muss ich... sortierenderweise. Also, Tetris spielen. Also, Holz würde ich ja wieder kriegen. Aber, nicht so viel. Ditte würde ich auch wieder kriegen, aber nicht so viel. Dit kann auf jeden Fall weg. Dit kann auch weg. 14 reichen vollkommen aus. Damit sollte ich hinkommen. Den Rest never. Nicht damit wegschmeißen. Es hat alle seine Grenzen. Da. Warum sage ich kein Blut? Was mache ich hier oben? Das ist ein schönes Werk. Da wird bestimmt richtig viel Stuff drin sein. Genau das Richtige für mich. Wäre so wenig. Moment mal, wie komme ich denn hier? Mal kurz hier gucken. Hallo. Ich muss mal kurz reingucken. Hallo. Gut. Später. Erstmal will ich darin. Sieht doch richtig. Sieht doch aus, da will ich rin. Sieht alles so geil aus. Knack, knack. Knack, knack. Wo? Schnauze. Ich suche den Eingang. Halt dich da raus aus dem Funkverkehr. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn finde. Da ist er. Ich habe ihn gefunden, jetzt kannst du kommen. Wieder Munition jetzt. Ich hätte gelacht, wenn ich die Tür aufmache und da sind Raid vor der Nase. Direkt vor der Nase, Alter. Ich glaube, Rage Quit. Oh oh. Da fehlt der Bums. Da fehlt der Bums. Oh 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 oh. Nee, 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 nicht schreien. Bitte nicht. Oh, gut, du schreist nicht mehr. Uiuiui, ui, das hätte schlimm enden können. Für ihn ist es hier endet. Ah. Was denn? Warte doch mal ein paar Sekunden. Lass mir mal wenigstens hier so ein, zwei Sachen nehmen und daneben schießen. Das musst du mir schon gönnen. Ich hab ein Scheinblatt gemacht. Ja, Junge. Ich hab extra gewartet. Fand ich cool. 12 Uhr. Naja, gut. Oh oh. Doppelbums. Bums. Dein Kopf ist explodiert. Runter mit dem. Hier, da hinten ist ein Riesengeschenk für uns. Ich hab das große Geschenk so ja getroffen. Aber das meinte ich nicht. So. Es ist. Ja, halt doch mal die Klappe. Dich will ich. Ja, dich will ich nicht. Nein. Wenn du so weitermachen tust, will ich dich doch. Da sind zwei Enden. Hast du Schwein gehabt? Ich hab keinen Platz. Ich krieg alle drin. Was ist denn hier los?
Nope. So eine große Halle habe ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Wie pompös. Pompös. Da habe ich jetzt gedacht, hier ist der geile Scheiß drin. So richtig hier so. Ich hau die aus den Socken. Ich habe meine Socken aber nur an. Ja, ist eben halt verfallen. Ne? Was willst du denn? Was hast du erwartet? Dass die ganze Inventur noch drin ist? Mach mal eine Inventur. Und jetzt gehen wir noch da drüben rein und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Oh ja. Ich sehe schon, das könnte ein kleiner Überfall hier sein. Also, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Naja, gut. Ich komme nicht rein. Bleib ruhig, Mädel. Hier nur den Eingang. Wahrscheinlich nie existent ist. Weil das hier fake ist. Oder? Nee, hier. Geht doch nicht. Oh. Was ist denn das hier? Was soll das? Da ist kein Reinkommen, glaube ich. Umsonst. Es ist ein Gebäude oder zwei Gebäude, wo ich nie reinkomme. Das ist ja. Verstehe ich nicht. Hier über Ecke oder was? Aua. Glaub mal nicht. Ich glaub mal nicht. Na, Mutchen? Alles fit? Ein riesengroßes Tor. Das ist natürlich nicht durchlässig. Hm. Ah, warte mal, Freundchen. Das letzte Wort. Mietzekatze. Mietzekatze down. Ist eine Mietzekatze. Mietzekatze. Aber gut. So. Warten Sie einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. Ich suche bloß. Hochpeak. Hier ist ja alles fake. Bin ich in Hollywood oder was? Vielleicht muss ja irgendwie, irgendwie muss das ja eine Verbindung haben. Ich spüre das. Ich glaube ich nicht, aber. Geronimo! Oh. Naja, gut. Ja. Na gut, Leute, pass auf. Ich versuche mal den Heimweg anzutreten. Lebendig. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen und wir sehen uns morgen wieder. Genau, das wollte ich sagen. Also bis dann. Tschüss.